Audio, bitte um Verständnis. Murray, falls du das hörst, ich bin auf dem Weg zu Seekson Communications. Ich habe dich nicht geweckt, weil ich weiß, dass du versucht hättest, mich aufzuhalten. Oh, nice. Du musst verstehen, dass das unsere einzige Chance ist. Jemand muss den Funk wiederherstellen. Wir müssen sicherstellen, dass die entsprechenden Behörden zu Hause darüber Bescheid wissen, was hier vor sich geht. Keine Sorge, ich werde zurückkommen. Ich werde dich und Claire nicht zurücklassen. Blendgranate. Können wir mal bauen. Blendgranate für Renate. Hey, 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 hey. Können wir noch eine? Ja, können wir. So. Gebaut. Medikit haben wir 4, Rauchgranaten 3. Ah, leider können wir nicht mehr. Rauchgranaten können wir auch nicht mehr. Können wir noch ein Medikit machen? Yes, Medikit geht immer. So. Und? Können wir noch was nehmen? Nee. Schade. So, Lieben, falls ihr neu auf dem Kanal seid, würde ich mich persönlich sehr, oder wir betreiben diesen Kanal ja zu zweit, über ein Follow freuen oder auf unseren YouTube-Kanal. Schaut einfach mal rein und lasst da vielleicht ein Abo da irgendwie. Unterstützt uns, supportet den Kanal, wenn ihr wollt, und helft dem kleinen Kanal zu wachsen. Vielen Dank. So, jetzt Treppe hoch. Schön, ich hab Dave die ganze Zeit so vor, du bist nirgendwo sicher, nirgendwo sicher, sicher, sicher. Verdammt! Außer an Speicherstationen. Solange es speichert. Dann werden wir nur noch speichern. in Spinden? In Spinden bin ich wahrscheinlich unisafer, oder? Zuckt mich das Elend aus den Spinden raus? Irgendwie weiß ich, dass du ja schreibst. Davor und danach nicht mehr. So, hier vorne kommen wir noch hin. Die Strebe können wir mal wegmachen. Ich glaube, wir müssen noch die Tür mit Strom versorgen. Schwupps. Der ultimative Speicherstream. Ja, genau. No Death Run. The one und der einzigartige auf Twitch. Was ist denn das hier? Ist das das Wellness-Areal? Schön. Und alles sieht so... Was haben wir hier? Schrott. Alles ist so schön gepolstert hier. So, hat so einen Touch von Gummizelle irgendwie. So, hier haben wir noch Brennstoff. Ah ne, warte mal, Radio machen wir mal, komm, Kinder. Geräuschmacher. Ach, meine Nase, ey. Geräuschmacher. Der Sensor fehlt uns, schade. Geil. Vater, noch ein Burger? Schönste, feinste Kunstleder, so sieht's aus. Oh, was ist das hier? Beratungsraum oder was? Komm, lass uns doch mal, ist doch hier so eine Lapdance-Zelle, hör mal. Komm, erzähl mir doch nicht. Keine andere Funktion sollte dieser Raum anscheinend haben. Ihr Schweine. So, Hebel benutzen. Rechte Maustaste und S. Bisschen Türklinke. Schön. Das ist ganz schön groß. Ja, tatsächlich muss ich wirklich aufpassen, nicht die Orientierung zu verlieren. Nur kurz mal einen Blick auf die Karte werfen. Oha. Okay. Oha. Schauen wir mal. Achso, ich hab den hier noch. Benutzen. Ballerwand, was kommt jetzt hier raus? Ladungspack. Okay. Was? Was für ein Quatsch irgendwie. Hier packst du drin und hier kommst du ja raus, oder was? Wozu soll denn das jetzt gut sein? Jetzt einfach reingepackt und hier kommst du raus. Was? Ach, dieser verrückten Weltraummenschen. Hab gehört, das kommt an Alien Isolation 2. Wenn die Date schon tierisch da spricht. In einen eingeschränkten Bereich. Bitte gehen Sie. Lassen Sie mich rein. Ich muss mein Schiff kontaktieren. Es tut mir leid, das kann ich nicht zulassen. Ripley, Amanda. Sie wurden von Apollo registriert. Willkommen auf Sevastopol. Es muss einen anderen Weg geben. Gehen Sie einen anderen Weg hinein.
hole ich mir, wenn ich eine Stunde durchgespielt habe. Klingt so krass, wenn ich spreche. Hacken. Oh, I. Was? So, und I drücken. Okay, alle klar. Oh, yes! Alles klar, es gibt also anscheinend andere Minispiele, die man hier noch machen kann. Da freut mich ja, wenn mir das Alien auf den Sack, an den Fersen klebt. Was ist das hier? Ach, können wir nicht nehmen. Schade. Batterien? Wunderbar, nehmen wir. Leuchtfackeln? Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Nehmen wir alles mit. Nehmen wir alles mit. So, mal kurz. Können wir jetzt einen Geräuschmacher machen? Nee, da haben wir immer noch keinen Sensor. Schade. Schade. So, gehen wir mal rein und mach mal Lampe an. Okay. Lassen Sie mich durch. Ich bin's, Hughes. Erkennen Sie mich nicht? Hören Sie mir zu. Wir müssen die Langstreckenkommunikation wiederherstellen. Sie werden hysterisch. Kommen Sie zurück! Ich warne Sie! Na, suchen wir nach einer freundschaftlichen... Oh, ich glaube, es geht schief. Oh. Ja, jetzt hast du Data sauer. Und das wird heißen bei diesen gepolsterten Wänden, dass er den Schädel einschlägt. Schön. Schön. So, hau schon mal zwei. Achso, ach, das geht auch. Das ist ja geil. Okay, alles klar. Ich kann schon mal zwei Ressourcen hier reinhauen. Hat Dave gerade geschrieben, dann sind die schon quasi auf Halde. Dave, du bist ein Genie. Ein Genie. Okay. Weiter geht's. Ganz schön duster hier. Ich meine, das ging ja. Sagt ja nicht gerade, suchen wir nach einer freundschaftlichen Lösung. Ja, das war anscheinend die endgültige Lösung, irgendwie, die dem Androiden vorschwebte. Staubig hier. Oh, lass mich raten, hier darf ich wohl nicht rennen. Suchen. Ja, die unerfreuliche Lösung ist wahrscheinlich jetzt, Was ist er denn? So, das meine ich jetzt. Wenn ich jetzt an den Rechner gehen würde, irgendwie, würde mich der Android irgendwie finden? Ich mach's einfach. Ich mach's einfach. Man muss auch mal Leben mit einem großen Löffel essen. So, ihre Aufzeichnungen. Sensible Firmeninformationen wurden automatisch in einer kürzlich von diesem Terminal verschickten Sevastopol-Link-Nachricht entdeckt. Dieser Vorfall wurde im Namen Sixen von Apollo aufgezeichnet. Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten oder einen Vertreter von Sixen Synthetics. Volles Auge. Rix arbeitete noch, arbeiten Sie immer noch bei Sixen Communications? Erinnern Sie sich noch an den Ärger, den Sie letztes Jahr hatten? Na, der Ärger, aus dem ich Ihnen geholfen habe? Sie können sich jetzt endlich revanchieren. Einer meiner Kollegen hat sich die Import-Dokumente angesehen und ein paar Unstimmigkeiten gefunden. Ja, das ist neu und versteckt noch nicht genau, versteht noch nicht genau, wie die Dinge auf sowas zu... Entschuldigung. Ah, erst neu und versteht noch nicht genau, wie die Dinge auf Sevastopol laufen und droht nun damit, Waits einzuschalten. Dies könnte uns allen schaden, also behalten Sie ein Auge auf ihn, falls sich etwas Interessantes ergeben sollte. Na, Apollo hat überall Kameras. Man muss ihm nur sagen, worauf sie gerichtet werden sollen. Die Kollegen heißen Daniel Halden, wohnt in Josiah 6 Hutton Suiten Bereich 651. Falls das alles gut laufen sollte, habe ich vielleicht noch ein bisschen mehr Arbeit für Sie. Ja, aufräumen. Ransom. Aha, alles klar. Ist alles ein Klüngel hier. So, okay. Ansonsten ist hier nichts auf dem Rechner. Und wenn ich mich jetzt umdrehe... Oh, ist da keiner da. Was denn du? Was ist denn jetzt? Warum ist denn jetzt hier so hingegangen? Okay, interessant. So, verstecken, verstecken, verstecken.
da vorne ist er. Oh, da vorne ist er ruhig. Eieieiei. Moment mal. Mal da. Können wir, verdammt, die Kamera vorne ausschalten? So, und? Jawohl, Kamerafeed. Ausschalten, das Ding. Das wäre mal interessant. So, ich gehe mal von aus, irgendwie... Ja, cool, das Ding ist aus. Dass ich keine direkte Konfrontation mit den Androiden überleben werde. Ja. Wird mal wieder Zeit für eine Europalette. Ich sag mal, die Suche nach Loot bringt mich hierher, irgendwie. Kamerafeed. Okay, es leuchtet rot, es sieht so aus, als... Nichts machen? Ah, schade. So, ist bei ihm im Büro irgendwas Geiles, irgendwie? Das ist bestimmt cooler Loot, irgendwie ein Bauplan oder irgend sowas. Dass die uns ein bisschen schwer machen wollen. Genau wie er hier vorne. Oh, hier, guck mal, hier noch ein Ausweis. Ja, wir werden mich uns auf dieser Reise anschließen. Was ist denn? Wie geht's denn, die klippert? In den Boden halb drin. Oh je. Na gut, aber okay. Man soll ja nicht zu gierig sein, wer weiß. Irgendwie. Ich würde tatsächlich jetzt mal probieren, durch die Tür zu kommen. Oh, Alter. Und ich will anmerken, die Wände sind gepolstert. Das muss man sich mal ungefähr vorstellen, wie die zutrennen. Aufzurufen. Hoffentlich geht das ein bisschen schneller irgendwie als der Zug vorhin. Komm schon. Jetzt mach. So, zur was? Kommunikationszentrale? Oh, überall Feinde. Enemies everywhere. Bitte? Zentraler Kommunikationshub. Zugang nur für Sixen-Personal. So, Karte schnappen. Speichern. Zack und... Safe. So, und wir müssen tatsächlich jetzt irgendwo hin. Und zwar begeben Sie sich umgehend zum Kommandozentrum. Alles klar. Und das werden wir jetzt mal tun. Schauen wir mal. Was wir hier auch haben, dadurch, dass die hier hergestellt werden, sind Androiden. Hier haben wir nochmal. Kann man da rumklettern, aber ich habe hier vorne auf dem Tisch gesehen. So, schnappen wir uns natürlich erstmal alles. Sportiert ja nicht. Jetzt wäre mal interessant, ob wir uns von den Androiden erwischen lassen dürfen oder ob die uns schon, sag mal, recht unentspannt gegenüber eingestellt sind und sofort angreifen. Das wäre natürlich nicht so geil. So, gestern konnte man sehen, dadurch, dass sie so rote Augen hatten. Irgendwie, ich glaube, dann waren die halt in so einer Art Angriffsmodus. Irgendwie sieht man jetzt natürlich nicht so richtig. Hey, hallo? Könnt ihr ihn ja mal versuchen, kurz zu provozieren? Oh ne, das ist... Okay, klar. Oh. Sie sollten nicht hier sein. Ja, jetzt weiß ich, sollte nicht hier sein. Oh, okay, alles klar. Gut, also den Androiden müssen wir definitiv gleich aus dem Weg gehen. So, versteck mich hier erstmal schnell drin. Er wird mich hoffentlich hier drin nicht verfolgen. So, kletter mal raus. Zack. Geht das schon gleich wieder los hier. Ein Stretch. So, hier können wir wieder etwas umverkabeln. Die Umverkabelung dient tatsächlich der Ablenkung. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel die Luftreinigung ausmachen würde, würde irgendwo, wahrscheinlich hier vorne in dem Bereich, ja, da sehen wir es, so Rauch aufsteigen. Ne? Weil die Luft halt nicht mehr gereinigt wird. Und wir können... Jetzt hier hoch?
Und die würden quasi uns hoffentlich nicht sehen. So die Hoffnung. Externe Kommunikation auf Anordnung von Apollo deaktiviert. Anlage offline. Alle ausgehenden Nachrichten gestoppt. Ach, super. Interne Kommunikation auf begrenzten Kanälen möglich. Es muss noch jemand in der Station sein, den ich kontaktieren kann. Okay. Finden Sie ein anderes Kommunikationsterminal. Verstehe. Okay. So, Astra Toba, du siehst halt auch, alles ist wirklich halt so dieser Stilistik des ersten Films nachempfunden, irgendwie so von der Umgebung her. Ich hab's gestern schon ohne Ende gefeiert. Ich find's wirklich echt mega cool. So, hier können wir nochmal kurz ein bisschen was looten. Was gibt's denn hier? Inventar voll. So, Vater hat ja gestern auch gesagt, irgendwie schnell irgendwas bauen, damit wir immer ausreichend Platz haben, um Sachen zu bauen. Und das machen wir auch gleich mal. Zack, zack, zack. Wir bauen mal eine Blendgranate. Und wollen wir noch einen Geräuschmacher wollten. Ah, einen Sensor. Da brauchen wir noch einen Sensor für. Schade. So, was haben wir hier? Haben wir noch einen Computer? Gehen wir nochmal kurz ran. Oh, den müssen wir so hacken. So, okay. Das ist er. Das ist er. Und das ist er. So, Administrator, Rechte. Der gute 386er hier. So, Torrens Ruf. Dein Furling hier, Captain der Torrens. Wir befördern vertraglich 3 Passagiere für Valent Yutani. Wir haben die Flugschleifereinheit der Nostromo. Sie haben die. Wir bitten um umgehende Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu transferieren. Over. Diane Valaine hier, Captain der Torrens. Man hätte es ja auch abspielen können. Wir befördern vertraglich 3 Passagiere für Wayland Yutani. Sie haben die Flugschreibereinheit der Nostromo. Wir bitten jetzt um umgehende Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu transferieren. Over. Torrens Schaden. Valaine hier von der Torrens. Was zur Hölle war das? Sevastopol. Hat irgendjemand von Ihrem Team es an Bord geschafft? Bitte antworten Sie. Wir sind durch die Explosion beschädigt worden und entfernen uns jetzt aus dem Sevastopol-Raum. Das System wird während unserer Reparaturarbeiten ausgeschaltet bleiben. Ich weiß nicht, wie lang. Die Torrens ist das Raumschiff, mit dem wir gestern hier angekommen sind. Also, ne? Und Valaine ist der Captain. Oder die Captain. Der Captain, wie sagt man das eigentlich bei Frauen, wenn die Captain sind? Der Captain auf, Glück. Torrens. Okay. Und hier spricht Wade, Colonial Marshal auf der Sevastopol-Station. Wir haben hier ein ernstes Problem. Externe Kommunikationswege sind gestört und wir bitten Sie, ein Notsignal für uns zu senden. Können Sie mich hören? Ich wiederhole, Kommunikation mit der Außenwelt ist nicht möglich und wir benötigen Hilfe. Bitte Abstand halten und Hilfe senden. Alles klar. Ganz kurz. Martin! Bei Frakas! Grüß dich! So! Die Kaptöse ist es, genau, richtig. So, nehmen wir noch ein bisschen Schrott mit. Und weiter wird gekrabbelt hier. So, warte mal, hier können wir runter. Ach, hier ist der Treppenhaus. So, hier können wir uns verstecken irgendwie. Fand auch geiler Tipp gestern von dir irgendwie, dass alle Spinte quasi ein anderes Innenleben haben. Was persönlich sehr geil ist. Da müsste man tatsächlich mal rausfinden, ob die Entwickler sich wahrscheinlich irgendwo einen Spaß gemacht haben und hier irgendwo ein Easter Egg versteckt haben. Ja, natürlich Hammer. Würde ich machen, wenn ich Entwickler wäre. So, gut. Dann würde ich jetzt mal versuchen, mich hier an den ollen Androiden hier vorbei zu krebeln. In der Hoffnung, dass ich hier vorne irgendwas machen kann. So, warte mal. Was haben wir denn? Hier müssen wir weiter. Da geht das weiter. Oh, hier haben wir noch einen Schacht. Wo ist der jetzt hin? Ich würde sagen, den nehmen wir mal. Oh, was ist das? Ethanol ist der Sanitäter in der Not. So, schnappen wir uns. Ich finde die Stimme der Androiden so heftig. Irgendwie, also wirklich sehr, sehr unangenehm. Hab ich jetzt hier was verpasst? Oh, okay, alles klar. Hey, Kumpel, na? Ist genauso scheiße. Das ist ja nicht so geil. Rück mal hier lang. Okay, Phantomas läuft jetzt da lang. Wunderbar. Okay, jetzt halt da lang. Zack. Oh, 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 oh.
So, nehmen wir mal die Monitoring Hall. Apollo und der EV-Android. Zusammenarbeit für eine sichere und besser eingegliederte Sevastopol. So, okay. Hier könnten wir jetzt runterlaufen oder wir könnten geradeaus weiterlaufen. Ich würde mal sagen, ich gehe einfach mal lang. Ja, die brauchen wir alle. Wo denn? Wo bist du denn? Funkspruch oder was? Bitte wundert euch nicht irgendwie, dass ich hier nicht renne irgendwie. Ich habe den Tipp gekriegt, dass das Alien auf Laufgeräusche reagiert. Deswegen smooth ich hier einfach nur so lang. So, ganz entspannt. Höchst angespannt, mit einem Puls von 200. So, können wir hier irgendwo antworten? Ist hier die Funkstation? Hallo, ist da jemand? Ja, hier. Wenn mich jemand holen kann, wir brauchen Hilfe. Ich wiederhole, wir brauchen dringend Hilfe. Bitte um Antwort. Wo ist er denn? Ist er hier? Hallo? Hallo, ist da jemand? Ja, wenn mich jemand hören kann, wir brauchen Hilfe. Ich wiederhole, wir brauchen dringend Hilfe. Ich rufe hier so schwer. Aufnahme gespeichert. Zugriff nur für Six und Personal. Okay, okay. Nicht cool. Nicht cool. So, reaktivieren Sie Samuels Communication. Ich guck mal ganz kurz, hier bevor ich mich hier total verrenne, irgendwie weg. Irgendwann auch so ein Orientierungsspassi, wenn irgendwie. Steppschuhe wären geil, so. Pada! Ja, so, oder so Holzklocks, irgendwie. Schlapp, 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 schlapp. Oder mit ein paar geilen Adiletten. Das wäre auch geil. So! Gut, ich geh mal raus. Also, wir müssen nachher hier runter, aber ich wollte mir hier vor. Siehst du, und schon renne ich hier. Fataler Fehler. So, hier vorne wollte ich mich noch mal ganz kurz umsehen, bevor ich jetzt runterstürze. Weil wir finden hier auch en masse irgendwelche Baupläne für irgendwelche Sachen, die wir halt hier zusammenschrauben können, wie Blendgranaten, Lärmmacher oder sonst irgendwas. Und da will ich natürlich nichts verpassen. Aber mein Glück ist es dann irgendwie den Sturmgewehr, was ich gerade verpasse. Deswegen müssen wir bloß mit einem Messer kämpfen, mit so einem stumpfen Löffel gegen das Alien kämpfen. Das ist scheiße, das will keiner. So. Vorne war jetzt ja. Vielleicht einen Flur mal kurz gucken. Ja, da vorne geht der Boni zu, ne? Okay, dann sind wir hier. Alles klar. Kurz. So, heißt also, wie locke ich den Androiden da vorne weg? Ich werde wahrscheinlich in diesen Raum wieder rein. Oh, hier ist eine Karte. Ihr könnt uns eine Karte zuppeln. Und, hier ist auf jeden Fall noch ein Lüftungsschacht. Das ist gut. Da gehen wir durch. So, zack, 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 zack. Martin, weißt du eigentlich, dass ich damit gestern bloß angefangen habe, weil du nicht Death Stranding gestreamt hast? Weil ich mich schön drauf gefreut, dachte mir, komm, machst du mal einen Fetten hier mit Martin, Alter, der schön Death Stranding spielt. Da schreibt er plötzlich, dass es das ausfällt. Da muss ich natürlich dann... Schön. Könnt ihr euch alle bei Martin bedanken. So. Hallo? So, nun dann. Ja, dafür machst du Fetten auf der Couch mit Ene, dachte ich mir. So. Schön. Na, aber jetzt seid ihr auch gewöhnt. So, Fehler. Nicht gestattet, alles klar. Freie Miet Uni. Audio. Sevastopol, hier spricht Weyland Yutani, Verwaltungsleiterin Nina Taylor. Sehr schön. Ich bestätige den Empfang Ihrer Übertragung. Ich bin Teil des Teams, das mit der Abholung des Nostromo-Flugschreibers beauftragt wurde. Die sich in Ihrem Besitz befindende Blackbox ist von höchster Wichtigkeit für Weyland. Die war übrigens komplett leer, die Blackbox. Komplett gelöscht. Unter Abkommen müssen wir Sie darauf hinweisen, dass Sie weder seinen Inhalt zu lesen versuchen, noch jegliche Drittparteien auf seine Existenz aufmerksam machen sollten. Wir werden bald bei Ihnen sein. Nachfolgend sende ich eine Privatnachricht an Marshall Waits. Macht er mal. So, okay. So. Oh, kleiner Container.
Loop mal auch leer den Rumpel. Oh, ist schön, so eine Computerabdeckung, Alter. Oh, ist verzaubert. Muss mal gleich beim großen A gucken, ob es die nur für meinen Rechner gibt. So, ist nicht. So, hier haben wir die nächste Luftschleuse. Hinein mit uns. Ich warte wirklich bloß noch irgendwie, bis ich jetzt hier irgendwie an einem Alien vorbei klettere irgendwie. Und das wird definitiv passieren. So, zack. Hallo? Hallo, Sir. Vorne ist okay nochmal. So, hier können wir speichern, das Wegdämmer machen. So, hier nochmal schnell an der Weiche ein bisschen rumpetern. Alarmsystem schalten wir auf jeden Fall aus. Beleuchtung schalten wir auch aus. Kamerafeed machen wir auch aus. Wunderbar. Wer uns nicht sieht, kann uns nicht ans Leder. Oh, hier haben wir einen Bauplan. Warte, ein EMP. EMP ist natürlich eine geile Sache. Wie bei Androiden verspreche ich mir da einen guten Erfolg. So, schnell safen. Der Androide hier noch irgendwo rum. Guck dir mal auf. Sieht nicht so aus. Was ist denn jetzt? Hast du bewegen und wen ja. Okay. Hinter oder was? Notfallüberbrückung. Boah, jetzt. Du musst erst 3 Minispiele fertig machen. Weg jetzt. Welche Zeiten da unten einstellen oder was? So, er muss erstmal 5 Runden Pong bestehen. Geil. Salama. So. So, jetzt haben wir. Ihr wisst, was ich meine. Junge, Nand, grüß dich. Samuels, Sie leben. Ripley hier. Ripley, Taylor, das ist Ripley. Wir haben uns Sorgen gemacht. Ach, geschafft. Wo sind Sie? Wir sind jetzt bei einer Transitstation. Direkt bei der Krankenstation. Okay. Samuels, passen Sie auf. Es ist hier nicht sicher. Seekson hat ja alles abgeriegelt. Ihre verdammten Androiden töten Menschen. Nicht möglich. Das widerspricht Ihrer primären Programmierung. Ich habe es gesehen, Samuels. Seekson hat wohl andere Vorstellungen von Syntheten. Und hier ist noch etwas anderes. Eine Kreatur. Sie ist groß und tödlich. Ripley, jetzt mal langsam. Eine Kreatur? Eine Lebensform unbekannten Typs. Eine Art Alien-Organismus. Äußerst gefährlich. Sie und Taylor müssen sich... Ripley, Taylor ist verletzt. Sie wurde während der Überfahrt von Trümmern getroffen. Wie schlimm. Ich kann sie nicht bewegen. Ich brauche medizinische Versorgung. Wir müssen die Verletzung behandeln. Und Torrance? Das Funkgerät ist hin. Ich erreiche Verlaine nicht. Wir sind auf uns gestellt. Scheiße. Okay. Wir sind also aus der Torrance, aus dem anderen Raumschiff, sind wir zu dritt rüber zu der Sevastopol und dann gab es so eine Gravity-Szene, Explosion und alle drei sind irgendwo hingesprengt worden. Nein, flüchten Sie. Was? Bitte warten Sie auf einen. Nein, mach doch keinen Lärm jetzt hier. Warum Lärm? Scheiße. Lärm ist nicht gut. Strom wiederherstellen. Oh, Scheiße. Wir müssen jetzt mit dir rennen. Bah, geh weg, hinfort. Nein! Alter, es sind 2. Warum häng ich hier? Geh weg. Warum häng ich? Lass mich! Nein. Warum hängt er? Er hängt an der Kante fest. Er hängt an einer blöden Kante fest, weil er die Stufe nicht hochläuft. Oh, Epic Fail. Geht da schon gut los hier, der Mist. Der Murks. So, aber was ja viel schlimmer ist, irgendwie, wenn jetzt hier so ein Bullenlärm ist, irgendwie. Ja, kommt dann eh natürlich her. So, mal ganz cool bleiben jetzt hier. Warte mal, schnell. Medikit.
Ja, das war jetzt, das war ja richtig geil. Nicht doch. So, schnell verpissen. Wenn sie mich jetzt eh schon alle gesehen haben, dann muss ich jetzt hier auch nicht rumhochstellen. Da kommt der nächste. Drück den Fahrstuhl, Mann. Oh, ja, ich weiß auch nicht, was die an Ruinenfirmen-Problemen haben, Junge, irgendwie. Plötzlich, ich wollte nur reden. Plötzlich Alarm und alle irgendwie... Plötzlich wollten alle wissen, ob ich John Connor bin.